So. Würde ich mal sagen. Jetzt zeigen wir diesen verdammten Druiden mal, was hier Sache ist. Attacke! Und diesmal halte ich mich auch ein bisschen mehr von diesen Explosivfässern mal weg. Entfernen. Will ich mich sonst auch wieder komplett umhauen sofort. Attacke! So. Ich liebe es, wenn sie in Fetzen zerspringen, ne? Weil sie es einfach so verdient haben. So, Druidikas, wo bleibt ihr? Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Granate runter. Oh Gott, wie viel explodiert denn da? Feuer öffnen? Einfach Stun machen die ganze Zeit? Okay, diesmal haben wir es wirklich schneller geschafft. Jetzt mache ich das einzige erste Mal das, was ich schon die ganze Zeit hätte machen können. Ich mache mal schnell speichern. Auf F5. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Und jetzt beginnt wieder das Schauspiel. Du gehst aber sofort dahin. Ich schieße sofort auf dieses Ding mit meinen gesamten Granaten. Ich habe da alles drauf. Alles draufschmeißen, alles draufschmeißen, alles draufschmeißen. Nichts zurückhalten. Gar nichts zurückhalten. Wieder die Granaten, noch andere Granaten. Ich weiß gar nicht, ob die Granaten überhaupt irgendeinen Schaden machen oder Viecher. Ich klatsche sie ja nur noch, das dem Vieh so um die Ohren. Das ist nur noch klatschen. Oh Gott, dann hat er den schon wieder fast selbst getötet. Dann heil dich schnell. Ich sagte, heil dich. Will er gar nicht. Oder halt nicht. Selber schuld, wenn er sich nicht heilen lässt. Kann ich auch nichts für. Gut, dann muss ich ihn halt wieder beleben. Und wie, ich sterbe jetzt wegen dieser Spinne, die jetzt schon fast tot ist. Schwere Geschütze, Attacke! So. Na, wenn das aber nicht glorreich war. Verdammte Kack, wie gekillt. So, komm her, los. Nein, spring nicht über mich drüber. Pff, Kämpfer. Das sind keine Kämpfer, das sind Löschen, sind das. Löschen. So, heile dich, ich heile mich auch. Ignoriere einfach den Genosianer. Ich sag dir, wir ignorieren dich. Hast du es nicht gehört? Ich habe gesagt, wir ignorieren dich und das haben wir auch gemacht. So. Oh Gott. Es kann nur noch besser werden. Es kann nur noch besser werden. Ich dachte eigentlich, dass ein Kampf gegen zwei Spinnen der letzte Kampf gewesen wäre. Dankeschön. Und gleich nochmal heilen. Ab in die Dunkelheit. Wir können sehen im Dunkeln. Ihr nicht, oder was? Und du auch. Sprung erwischen. Oh Gott. Ihr stirbt jetzt auch alle mit einer Granate am besten. Oh, hier explodiert alles. Hier explodiert wirklich nur noch alles. Oh ja, gib mir das Ding. Das werde ich jetzt bestimmt gebrauchen. Oh Gott. Hallo? Ach, noch so ein Ding. Granatwerfer? Hier, perfekt. Hier bleiben wir nämlich dann auch schlecht stehen. Ich hole mir einen Raketenwerfer raus. Und zusammen machen wir das Ding fertig. Und ich beschütze dich so ein bisschen vor den Separatisten. So, indem ich dich einfach mit Raketenwerfer dieses Vieh hier bekomme. Komm schon, das Vieh ist fast tot. Komm schon, zwei Schuss haben wir noch. Das killen wir jetzt. Das killen wir. Komm, ein Schuss. Was? Nein, wir haben keinen Schuss mehr, oder? Stirb. 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 Danke. Danke, dass du noch einen Schuss aufgehauen hast. Was? Schweren? Sag mir nicht, dass jetzt ein Elite-Kämpfer kommt. Dann könnte ich kotzen. So. Heilung, Soldat. Jetzt. So, panzerbrechende Munition. Granaten. Wieder alles mitnehmen. Ich habe mich aber gerade schnell geheilt. Oder war ich schon wieder voll geheilt? Ich sehe das aber nicht.
würde der mich hier treffen können. Nix da. Magda eingenommen. Und du da auch. Hör auf hier zu spawnen. Das ist mein Gebiet. Das ist mein Territorium. Oh Gott. So, alles nachladen. Bin unterwegs. Warte auf weitere Befehle. Und dann hoffen wir mal langsam, ne? Dass wir uns jetzt, dass wir beide uns auf ein Geschütz aufklären können. Aua. Ich war bin dumm. Tut mir leid. So, wieder zum Gleichvorsichtshalber. Ich gehe jetzt nur noch mit dieser Waffe los. Das ist, kommen hier zu viele starke Gegner. Nee, nee. Das ist mir zu riskant. Das ist mir eindeutig zu riskant. Drei Lebensspender? Warum sind hier auf einmal drei Stück? Braucht man jetzt auf einmal drei? Seit wann sind wir wieder zu dritt? Na, guck mal, gehen wir sie an. Ach, was für denn hier? Lässt ihr wohl gerne den Schädel spalten, ja? 6-2, springen Sie auf. 6-2 hat Raketenwerfer erreicht. Und ich bin jetzt ganz alleine. Ganz alleine. Und darf mich wahrscheinlich gleich ganz alleine gegen so eine Druidenspinne kämpfen. Das wird ein richtiger Schmerz. Arsch. Das wird ein richtiger Schmerz. Nein, dafür verschwende ich nicht meine gute Munition. Nicht für diese hässlichen kleinen Dinosianer-Babys. Da oben ist auch einer, den habe ich gesehen. Kannst du mich runterkommen? Musst du mich verstecken. Okay, die ist wenigstens ein Laser. Also die Standardwaffe auch ein bisschen effektiv. Jetzt kommt euch alle her. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe keine Angst vor euch. Nein, ihr solltet Angst vor mir haben. Nochmal von den hässlichen Viechern. Hier bestimmt auch noch runter. Ich darf bestimmt noch gegen so ein Elite-Vieh kämpfen. Ich weiß es regelrecht. Ich weiß, dass da gleich so ein Elite-Vieh kommt. Ich weiß es einfach. Ah, ihr seht so hässlich aus. Es stirbt einfach. Ah, geht. Seid ihr hässlich. Warum treffe ich ihn nicht mit meinem Messer? Das sind Messer-Immun. Eindeutig. Die müssen Messer-Immun sein. Ja, doch. Ah, wow, ich habe mal getroffen. So, die stirbt natürlich gleich mit. Das ist nicht sehr nett von dir. Wo bist du hin? Stirb! Oh Gott, ich glaube, ich sollte einfach nur durchlaufen. Ich scheiße einfach auf die. Na, ich töte mich lieber selber mit diesen Granaten. So, letzte Geschütz. 3-8, neutralisieren Sie das Schiff mit dem Turbolaser. Delta-Team, feuern Sie mit den Turbolasern auf das Ziel. Die Schilde weichen zusammen. Weiter, weiter! Nein! Nein, nicht euer Ernst. Sie verfolgen mich nicht wirklich bis in diesen Geschützraum rein, oder? Nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nein, 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 nein. Das macht das Spiel eindeutig nur, um mich zu mobben. Im anderen Grund kenne ich dafür gar nicht gerade. Das Spiel will mich einfach mobben. Meine Fresse, ey. Pures Mobbing. Pures Mobbing ist das. Alter, nee. Okay. Wenn das so ist, wenn das Spiel meint, das ist so fair, dann... Dann sag ich einfach, leck mich. Leck dir mich. Baldicke. So. So, jetzt können wir noch von hier drüben kommen. So, leg dich hin. Und friss das. Na? Wo kommst du denn auf einmal her? Na, was? Ich habe keine Granate geworfen. Ich bin nicht mal annähernd auf die rechte Maustaste gekommen. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid für euch, dass ihr euch das also antun müsst. Es tut mir echt leid. Es ist... Oh Gott, ist das peinlich. Gott, ist mir das peinlich. Ja, das ist mir peinlich. So ziemlich. Oh.
So. Dann werfe ich jetzt halt zuerst erstmal die Impulsgranaten. Einfach aus dem Grund, weil die gemeiner sind. Weil ich mich damit viel schneller selbst töten kann. So. Friss das. Neutralisieren Sie das Schiff mit dem Turbolaser. Friss das. Friss das. Und dies. Und das. Das sollte jetzt auch hoffentlich reichen. So, und jetzt zerstören wir dieses Kackschiff endlich. Jetzt ist dieses Schiff dran. Komm schon, ich will ein explodierendes Schiff sehen. Solange wir die anderen da schon auf drauf schießen. Die anderen schießen da schon so lange drauf, da frage ich mich echt, warum konnten die das nicht... einzeln besiegt. Warum muss alle vier Geschütze das machen? Ich meine, das dauert zwar ein bisschen länger, aber es wäre doch auch eigentlich möglich. Yes! 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 Nicht über ein bisschen Teamwork, Deltas. Das war mehr als ein bisschen Teamwork. Klappe halten! Was jetzt, Sir? Wir warten auf weitere Befehle, 4-0. Sammeln Sie sich bei 3-8 zur Exfiltration. Boss, ich habe ein Problem. 7, wo sind Sie? Sektor, Feindkontakt. Sir! Wir haben kein Signal verloren, Boss. Dann finden Sie es wieder, verdammt. Neu formieren, Team. Wir müssen 7 finden. Negativ, negativ, 3-8. Neue Befehle von den Jedi-Generälen. Räumen Sie das Gebiet. Sofort evakuieren. Und wenn Sie von Meister Yoda persönlich kämen? Genau genommen tun Sie das, Soldat. Und jetzt schaffen Sie Ihr Team da raus. Ich pfeife auf unsere Befehle. 4-0? Er hat recht, Boss. Wir müssen evakuieren. Sir, wir müssen zurück. Dam, 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 das Schicksal des Delta-Teams. Zerrissen durch die Schuld ihrer Kameraden, zurückgelassen zu haben, befolgen sie Mitglieder des Delta-Teams ihre Befehle und gehen an Bord des republikanischen Kampfschiffes. Die schmerzhafte Realität des republikanischen Kommandos bedeutet, dass die Pflicht vor der Freundschaft steht. Delta-Leader, bringen Sie Ihre Männer unter Kontrolle. Wegen eines einzelnen Kommandos darf nicht die ganze Operation gefährdet werden. Ein Kommando? Wir reden hier von meinem Bruder. Moment mal. Berater. Was meinen Sie mit ganze Operation? Ich weiß es nicht. Ihr Team war die Vorhut für eine gigantische Invasion der Republik. Ich hatte Befehl, Ihnen nichts davon zu sagen. Durch Ihre Aufklärung, Ihre Daten, konnte die Operation verifiziert werden. Die Invasion hat inzwischen begonnen. Republikanisches Angriffsschiff in Vektor 6. Feinde auf Steuerbord, Geschütze bereit machen. Feuer frei in 2 Sekunden. Vorsicht, Bravo Leader, Sie sind uns auf den Fersen. Druidenjäger auf 0.27, Vorsicht! Boss, sehen Sie! Die Invasionsarmee! Die Einnahme der Stadt war erst der Anfang. Ich habe noch nie so viele Schiffe gesehen. Ja, Sir. Ich sehe dann 2. Stelle sie sofort durch. 3. Ohren auf Deltas. An alle republikanischen Truppen. Kommandoposten in Kachio errichten. Hör ich richtig? Ist er das wirklich? Mit dem Delta-Team. Wir treffen uns müssen. Viel Hoffnung wird in es legen. Die Freiheit der Wookiees nicht geopfert werden darf. Tut mir leid, Deltas. Der Einsatz geht weiter. Sie haben Ihre Befehle. Delta-Team, laden und entsichern. Bam, bam, bam. Und damit endet das Spiel leider. Aber wer weiß, was aus 7 geworden ist. Das erfährt man leider gar nicht. Überhaupt nicht. Gott. Aber ich muss schon sagen, es ist eigentlich ein cooles Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß, bis man irgendwann die zweite oder dritte große Mission auf Kashyyyk erreicht. Danach wird das Spiel einfach so dermaßen zäh und... Oh, ihr habt es ja gehört und gesehen. Das war einfach so. Ist es jetzt zu Ende? Nein. Okay. Ist es jetzt zu Ende? Nein. Okay. Weites Level. Noch eins. Und immer wurde es schwerer und einfach nur... ich weiß nicht, was die sich da teilweise bei gedacht haben. So viele Druidikas und SKDs reinzuschicken. Und oh Gott. Aber es ist recht interessant. Es war eigentlich mal ein schöner Ansatz für Star Wars Republic Commando 2. Leider hat sich das bis jetzt noch nie durchgesetzt und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ein zweiter Teil kommen wird. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ein zweiter Teil kommt. Aber man muss ja bedenken, was passiert jetzt, nachdem man Kashyyyk befreit hat? Nachdem man Kashyyyk befreit hat, kommt Yoda auf Kashyyyk und, naja, die Klontruppen werden sich gegen die Jedi wenden. Auf einmal werden alle böse und halten Befehl, die Jedis zu besiegen. Und dann, vielleicht sind ja die Deltas eine der Truppen, die nicht so von diesem Befehl beeinflusst werden, weil das ist ja irgendwie eine unterschwellige Programmierung von den Klonen.
dass sie wirklich auf diese Befehle hören. Und ich glaube, die meisten, also diese drei vielleicht auch welche sind, die später dazukommen. Es wird ja bestimmt, also mindestens die sieben, weil der ja irgendwie entkommen oder weil der irgendwie was weiß ich, abhanden gekommen ist. Es ist wirklich ungeklärt, was mit dem passiert ist. Es gibt, glaube ich, Gerüchte auch irgendwie, dass sieben einer von denjenigen ist, der am Ende den Widerstand leitet auch. Oder einer der Widerstandsleiter ist. Ach, ich weiß es nicht mehr. Da gab es ganz viele Theorien zu. Und ja. Ich finde es schade, dass es keinen zweiten Teil von dem Spiel gibt. Multiplayer ist auch schon tot, so gut wie tot. Und ja. Ich würde auch nur sagen, als nächstes Spiel wird auf jeden Fall ein Battlefront-Teil kommen, den ersten. Da freue ich mich schon richtig jetzt auch wieder. Und, oh Gott, ich hoffe mal, dass es nicht euch nicht zu sehr genervt hat, dass ich teilweise wirklich Probleme mit dem Spiel jetzt zum Schluss hatte, weil es so langweilig wurde. Weil es immer dasselbe war. Na gut, die letzte Mission war schon wieder geil, aber da hat man wieder ein festes Ziel gehabt. Man musste dieses große Schiff zerstören. Aber das dazwischen, man befreit den Wookie-König, Wookie... Herrscher halt, man befreit den Wookie-Herrscher und man zerstört das Schiff, war einfach nur ein langgezogenes Kaugummi, was einfach das hätte man genauso gut rausschneiden können, das hätte nicht sein müssen. Das ist einfach nur, wir müssen das Spiel strecken. Leider. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Mit mir natürlich und hoffentlich auch mit euch. Das war's von mir, eurem Punkt. Tschüssi.